Moin Leute, in meinem letzten Video habe ich euch eine DIY-Möglichkeit für eine Balkonsolar mit Akku vorgestellt und so, dass man es sogar irgendwie steuern konnte, also die Einspeiseleistung. Das ist eigentlich ziemlich cool, fand ich. Die Lösung war aber ziemlich nerdig, muss ich zugeben. Und ich konnte auch nicht alles an Software rausgeben, weil ich da noch nicht so richtig fertig war und die Software echt dahingerotzt war. Und das konnte ich euch nicht guten Gewissens rausgeben. Ich versuche es aber noch besser zu machen. Danach kamen echt viele von euch und fragten mich, sag mal, kann ich nicht eigentlich meine Powerstation benutzen? Zum Beispiel so ein EcoFlow, Bluetti oder was auch immer ihr da irgendwie habt. Und ja, klar, das geht auch. Prinzipiell ist das sogar einfacher als die Lösung, die ich euch letztes Mal gezeigt habe. Und wenn ihr schon so eine Powerstation habt, also ihr habt die schon gekauft, dann ist das sogar eine relativ coole Sache, da ich Laderegler, Akku und den Wechselrichter von dem Ding nutzen kann und das so nicht kaufen muss. Das hat natürlich echte Vorteile. Das System hat aber auch leider Nachteile, also hört euch bitte bis zum Ende alles an, was ich hier erzähle. Ja, alles klar, fangen wir erstmal mit den PV-Modulen an, ja. Diese hängt ihr einfach an die Powerstation dran. Ich erkläre es mal kurz, wie es funktioniert. Bei meinem EcoFlow, ich habe jetzt hier so einen Delta Pro, den habe ich zum Experimentieren bekommen, habe ich das so gemacht. Ich gucke erstmal in der Anleitung nach und lese, wie groß ist die maximale Eingangsspannung für die PV und auch der Strom. Und das sind bei dem EcoFlow hier irgendwie 150 Volt und 15 Ampere maximal. Meine Paneele, das sind ASWS 370 Watt Bifazialmodule und ich habe 4 Stück davon. Und im Datenblatt sehen wir jetzt von den Modulen, dass die Leerlaufspannung so 41 Volt grob ist und der Kurzschlussstrom so bei ungefähr 10 Ampere liegt. Ich runde jetzt mal gerade, damit es ein bisschen einfacher zu rechnen ist. Jetzt kann ich die Panels entweder parallel schalten oder in Serie oder irgendeine Mischung davon. Gucken wir mal irgendwie, was mehr Sinn macht. Parallel bedeutet ganz einfach, ich schließe die Panels immer Plus an Plus und Minus an Minus. Das geht hier in meinem Fall tatsächlich nicht, weil sich in diesem Fall die Ströme addieren würden. Also wenn ich zum Beispiel 4 parallel schalte, 4 PV-Module parallel schalte, dann bekomme ich einen Strom von fast 40 Ampere raus. Und das liegt natürlich total über den 15 Ampere, ist damit nicht zulässig und ich würde tatsächlich den EcoFlow möglicherweise zerstören. 2 davon irgendwie parallel und die anderen 2 seriell, das geht auch, das kann ich auch nicht machen, weil dann wäre ich wieder bei 20 Ampere und da wäre ich wieder über die 15, also parallel ist in dem Fall einfach nicht drin. In Serie addieren sich die Spannungen. Das geht schon eher, weil ich habe ja irgendwie die 150 Volt maximal und das ist ein bisschen mehr als die 41 eines Panels. Addieren wir mal also alle 4 Leerlaufspannungen, dann kommen wir auf 41 Volt mal 4. Das sind dann 164 Volt, damit bin ich eigentlich schon drüber. Jetzt kommt aber noch was. Ich muss nämlich nochmal grob 20 bis 25% draufrechnen, da die Spannungen von den Modulen bei niedrigeren Temperaturen steigen. Und bei uns im Winter zum Beispiel könnten wir dann da damit, wenn zum Beispiel auf einmal die Sonne richtig reinknallt, den Wechselrichter frittieren. Und das liegt daran, dass diese 41 Volt Leerlaufspannung, die gelten für Zimmertemperatur. Also hier muss man wirklich noch mal ein bisschen aufpassen. Ja, rechnen wir mal zusammen, dann sind wir bei 164 Volt mal 1,2, also quasi plus die 20%. Und dann komme ich auf 197 Volt. Das ist deutlich mehr als die 150. Und damit bin ich komplett drüber und raus. Probieren wir es mal mit 3 Modulen. Dann schauen wir mal, ob das irgendwie geht. Da sehen wir dann 3 Module mal 41 mal die 1,2, also die 20%. Dann bin ich bei 147,6. Und das passt perfekt. Da bin ich ja genau drin. Alles klar, also sind wir nur bei 1110 Watt mit 3 Modulen. Ist ja auch schon eine Menge. Für eine Balkonsolar insbesondere. So, dann schließe ich die alle in Serie an. Ja, ich zeige euch hier mal ganz kurz, wie das aussieht, so schematisch. Immer Plus und Minus, einfach so durchgeschleift. Und das geht dann in die Powerstation rein und fertig. Den Rest regelt dann die Powerstation. Also das ist eigentlich ziemlich nett. Und jetzt natürlich die fette Frage, wie bekomme ich den Strom aus der Powerstation in mein Hausnetz eingespeist? Ganz einfach, mit so einem Netzteil, was ich euch hier zeige. Ja, und das Teil habe ich tatsächlich ganz einfach bei AliExpress bestellt. Link habt ihr unten. Ne? Das Teil, was ich hier habe, kann 30 Volt und maximal 10 Ampere, also 300 Watt. Und das Verlinkte hat sogar noch einen USB-Eingang. Da wären sogar noch eine Steuerung von einem PC oder einem Raspberry Pi aus denkbar. Also damit könnte ich zum Beispiel wieder so eine lastabhängige Einspeisung machen. Sowas wäre möglich, habe ich aber nicht gemacht in dem Fall. Ich speise hier einfach konstant mit 150 Watt ein und das funktioniert auch wunderbar. Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Kostenpunkt für das Netzteil ist so 70 Euro plus 11 Euro Versand. Und wer auf die USB-Schnittstelle verzichten kann, so wie ich, der kommt sogar noch was günstiger weg. Der kommt dann mit 40 Euro plus 11 Euro Versand für das Netzteil, wenn ihr es bei AliExpress bestellt, zurecht. Das ist ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel.
Das Netzteil stecke ich dann einfach in die Steckdose des EcoFlows rein und den Output vom Netzteil dann in den Mikrowechselrichter. Also ich zeige es euch hier nochmal so schematisch, damit ihr eine Idee habt, wie das funktioniert. Ist wirklich nicht so kompliziert. Von dem Netzteil an den Mikrowechselrichter kann ich es ganz einfach machen. Ich nehme ein ganz normales PV-Kabel, schneide das quasi in der Mitte durch und dann habe ich Plus und Minus als MC4-Stecker und den anderen, also die losen Kabel am Ende. Da mache ich dann einfach so einen Connector noch schnell dran und kann das Ganze dann an mein Netzteil anschließen. Fertig. Die Spannung habe ich jetzt bei mir auf 30 Volt eingestellt. Ja, das können wir auch wieder im Datenblatt vom Wechselrichter nachgucken. Da sehen wir, die Eingangsspannung vom Wechselrichter beträgt so 18 bis 54 Volt. Und der maximale Strom von dem Ding beträgt 12 Ampere und das Netzteil kann maximal nur 10. Also das heißt, da kann ich eigentlich praktisch nichts falsch machen, weil das Netzteil es überhaupt nicht liefern kann. Das ist auch eine gute Sache. So, der Mikrowechselrichter wird dann mit dem Hausnetz verbunden und ob jetzt eine Schuko-Steckdose erlaubt ist oder nicht, I don't know. Also ich habe das wirklich 100-mal versucht rauszukriegen. Es sind sehr, sehr viele Informationen und sehr unterschiedliche Informationen unterwegs. Also bitte informiert euch da nochmal lieber selber. Grundsätzlich, jetzt rein technisch betrachtet, würde ich sagen, wenn Feuchtigkeit oder Kinder irgendwie da rankommen können, würde ich tatsächlich von der Schuko eher abraten. Wie gesagt, erkundigt euch aber lieber hier selber. Getestet habe ich das Ganze mit einem Envatec EVT560, also das ist der Mikrowechselrichter. Das funktioniert damit sehr, sehr gut in der Konstellation, wobei die sich gegenseitig auch immer so ein bisschen rauf und runter regeln. Ne? Also der Mikrowechselrichter versucht dann irgendwie die Spannung mal rauf und runter zu regeln. Das Netzteil regelt danach, also die tanzen so ein bisschen miteinander. Da muss man ein bisschen gucken, ob das alles mit jeder Konstellation klappt, das weiß ich nicht genau. Bei mir hat es jetzt mehrere Tage sehr gut funktioniert, aber es ist trotzdem alles natürlich experimentell und wie gesagt, ne? Macht es besser nicht nach und wenn ihr es macht, auf eigene Gefahr, ist klar. So habe ich halt eine 1,1 Kilowatt Peaks Balkonsolaranlage mit einer Powerstation realisiert, die auch nachts einspeist und das echt für relativ wenig Geld. Und wie viel es genau gekostet hat, das zeige ich euch jetzt. Naja, also ich sag's jetzt direkt, eine Powerstation nur für diesen Zweck anschaffen, ist in meinen Augen Schwachsinn, weil die sind echt teuer, die Dinger. Aber wenn ich bereits eine habe, dann kann ich tatsächlich relativ günstig damit wegkommen, ne? Da man den Laderegler und den Akku von dem Ding eigentlich einfach mitbenutzt. Also das ist eigentlich vielleicht gar nicht mal so dumm. Hat aber auch Nachteile, wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Also mal davon ausgegangen, dass ihr so eine Powerstation bereits besitzt, nehme ich meine Anlage mal als Beispiel. Ich habe ja zweimal 600 Watt Mikrowechselrichter von Envatec und die kosten im Normalfall irgendwas zwischen 250 bis 300 Euro. Momentan sind die kaum noch zu bekommen und wenn halt nur zu Mondpreisen, das wäre aber der normale Preis. Durch den Akku braucht ihr jetzt keine 600 Watt mehr, sondern es reichen dann ja 300, weil ihr den Akku als Puffer dazwischen habt. Ja? Also ihr müsst ja nicht die ganze Zeit alles reinballern, sondern ihr könnt ja warten. Ihr puffert das erstmal im Akku und dann lasst ihr das langsam da raus. Da könnt ihr dann auf einmal einen kleineren Wechselrichter nehmen, zum Beispiel irgendwie so ein Heumals 350 oder so. Da gibt es auch noch 1000 andere. Den hatte ich jetzt mal gerade gefunden. Der lag bei ungefähr 200 Euro. In meinem Fall hieße das jetzt tatsächlich, dass ich 200 bis 300 Euro sparen würde, weil ich mir den zweiten Wechselrichter nicht mehr kaufen muss und der eine sogar noch recht klein ist. Ja, ich hätte dann nur zusätzliche Ausgaben von 50 bis 80 Euro für das Netzteil. Aber natürlich nur, wenn ich die Powerstation bereits besitze. Ja, ansonsten, wie gesagt, macht das keinen Sinn. Also das ist dann Quatsch. Und ihr habt noch eine Off-Grid-Notstromsteckdose der Powerstation, die ihr nutzen könnt, wenn mal das Licht ausgeht. Also wenn die voll ist, klar, dann ist egal, ob die PV läuft oder nicht. Ihr habt da eine Steckdose dran und die könnt ihr dann zum Beispiel für Licht oder irgendwelche wichtigen Dinge, die ihr da gerade braucht, auch nutzen, auch im Notfall. Das ist halt auch eine schöne Nebengeschichte, die dadurch entsteht. Welche Einspeisemenge und Akku, also Akkugröße, sind eigentlich optimal? Und das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Ich mache das jetzt mal ganz grob und einfach für eine so ganz erste Aussage, dass das so ganz grob stimmt. Das dürfte aber, wie gesagt, für die meisten als grobe Auslegung erstmal reichen. Nehmen wir mal meine Anlage mit jetzt diesen 1,1 kW, die hat 70 Grad Neigung und ungefähr Südausrichtung. Und dann gehen wir auf die Webseite akkudoktor.net und können das in unser PV-Tool, was wir für euch entwickelt haben, eingeben. Da bekomme ich dann das Ergebnis und komme so 1100 Kilowattstunden im Jahr. Im stärksten Monat, das wäre glaube ich tatsächlich April, durch diese Ausrichtung, wäre das 160 Kilowattstunden im Monat. Und wenn wir das dann auf den Tag ausrechnen, liegen wir so bei 5,33 Kilowattstunden am Tag, aber halt nur in den Spitzenmonaten. Jo, mein EcoFlow könnte jetzt grob 3,6 Kilowattstunden davon speichern. Allerdings muss er dafür am Morgen natürlich immer leer sein. Der Rest
muss dann ja in der Nacht also irgendwie raus. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit 300 Watt einspeise, also die ganze Zeit aus dem EcoFlow mit 300 Watt einspeise, dann sind das in 24 Stunden 300 Watt mal 24 Stunden 7200 Wattstunden, die ich über einen Tag einspeisen könnte. Das ist schon deutlich mehr, als ich einnehmen würde, aber im Prinzip auch okay, dann wäre der EcoFlow nachts irgendwann einfach leer und schaltet sich ab, wäre auch komplett, kann man machen. Bei 220 Watt sind es dann aber genau 5300 Wattstunden. Allerdings muss man natürlich vermeiden, dass der Akku während der Mittagszeit komplett voll wird. Wenn jetzt zum Beispiel die PV-Energie so innerhalb von circa 7 Stunden kommt, also 7 Stunden Sonne sagen wir mal, dann könnte ich 3,6 Kilowattstunden davon wegspeichern, also puffern, und würde dann in der Zeit 220 Watt über 7 Stunden einspeisen. Und das wären dann 1,5 Kilowattstunden. Dann hätte ich quasi 3,6 Kilowattstunden, die ich speichern könnte, plus die 1,5 Kilowattstunden, die ich in der Zeit einspeise. Das wären dann 5,1 Kilowattstunden und damit würden mir dann noch so 200 Wattstunden fehlen, die ich dann quasi verschwendet hätte. Was aber, glaube ich, ganz okay wäre, wie gesagt, 200 Wattstunden nur an ein paar Tagen mit ganzen Verlusten, vermutlich passiert das dann auch nicht wirklich. Okay, die Rechnung, wie gesagt, ist stark vereinfacht, ne? Wir haben keine Verluste und alles hier drin, also es ist eine sehr grobe Abschätzung. Ich glaube, dafür, für so eine erste Einschätzung reicht das tatsächlich. Ansonsten könnt ihr auch einfach experimentieren und verschiedene Leistungen mal ausprobieren. Ja? Ziel ist es am Ende immer, dass der Akku nicht zu voll wird, ja, dass dann Energie verloren geht, weil der Akku ist voll und ich kann es dann einfach nicht mehr loswerden sozusagen. Aber auch, dass ich möglichst wenig einspeise, um möglichst lange und gleichmäßig einzuspeisen. Ja? Dann ist die Chance, meinen Eigenbedarf zu erwischen, also diese Grundlast, die ich irgendwie immer habe durch einen Kühlschrank, irgendwelche, was weiß ich, DSL-Router und so ein Kram, das ist dann am höchsten, je kleiner es ist. Und wie gesagt, ein paar kleinere Verbraucher laufen ja auch praktisch immer oder zumindest sehr oft. Ja, das System hat natürlich auch Nachteile. Und zwar, ich speichere den Gleichstrom der PV-Module im Akku und diesen wandle ich dann wieder in Wechselstrom um für die Powerstation-Steckdose. Dieser wird dann wieder vom Netzteil in Gleichstrom umgewandelt, um vom Mikrowechselrichter dann wieder in Wechselstrom umgewandelt zu werden. Also das ist schon ziemlich bescheuert und das macht natürlich Verluste, ja. Also das effizienteste System ist es auf keinen Fall. Wäre interessant, das mal zu messen, wie viel es dann real ist, konnte ich jetzt in der Schnelle leider nicht machen. Vielleicht hat einer von euch Bock drauf, teilt es mit uns. Ich fände es auch interessant. Ich vermute, dass der Wirkungsgrad leider nicht so gut ist. Aber wie gesagt, je nachdem interessiert das vielleicht nicht so stark. Ein weiterer Nachteil ist, den hatte ich jetzt hier im Speziellen, wenn der Akku leer ist, also wenn der quasi einfach irgendwann in der Nacht alles eingespeist hat, der EcoFlow ist auf 0%, dann schaltet der EcoFlow, also das ist jetzt wirklich nur bei dem Gerät, den AC-Ausgang aus, also den Wechselstromausgang aus und halt nicht wieder ein, wenn das Ding wieder voll ist. Und das nervt natürlich, weil ich muss dann jedes Mal das Ding wieder anmachen. Das ist halt irgendwie ein bisschen scheiße. Vielleicht könnte man hier mit der Smartphone-App irgendwie was machen oder eine andere Powerstation eignet sich da in dem Fall vielleicht sogar besser, weil die das automatisch macht. Oder man muss die Ausgangsleistung irgendwie so niedrig einstellen, dass das gar nicht passiert, also dass er nicht komplett leer ist. Ist ganz schwierig oder ihr habt da noch Ideen, ich weiß nicht. Also beim EcoFlow könnte man es noch irgendwie per Handy ein- und ausschalten. Das wäre dann, sag ich mal, noch relativ entspannt, weil das ist so eben ein Klick irgendwie in der App. Ginge auch, aber das ist vielleicht noch so ein Problemchen, ne? was mir jetzt so aufgefallen ist. Okay, wie immer, das ist ein Experiment. Ich baue es auch gleich wieder ab. Ob das alles so erlaubt ist, das weiß ich nicht. Ich empfehle es nicht nachzubauen, besonders nicht, wenn man ausreichenden Kenntnisstand hat. Und wenn ihr das tut, selbstverständlich auf eigene Verantwortung, wie immer. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet das Experiment so spannend wie ich und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.